Ihre Mandantin ist mittlerweile in den Genuss diverser Therapieprogramme gekommen und die Ergebnisse lassen doch sehr zu wünschen übrig. Miss Bucknell braucht eindeutig mehr Stabilität. Daher wird ein Gutachten erstellt, das das Haus ihrer Mutter auf seine Eignung für einen 8-monatigen Hausarrest hin überprüft. Ui, das ist ja echt Hightech-verrückt. Hast du ein Glück, Kylie, mit so einem Wunderwerk der modernen Technik am Fuß. Bist du froh, zu Hause zu sein? Ein paar merkwürdige Dinge sind passiert, seit ich hier bin. Die ich unerklärbar finde. Als Einzige, dass es im Haus Geister gibt. Was tust du gegen unfreundliche Gespenster? Die kriegen erstmal voll auf die Fresse. Verpflanzt man einen hyperaktiven Verstand in ein ruhigeres Umfeld, kommt es zwangsläufig zu Komplikationen. Das Strafmaß ist okay. Ich will nur raus aus diesem Haus. Doch nein, das geht schon die ganze Woche so. Sekunde. Den ruhelosen Geist, der in diesem Haus wohnt. Was willst du hier? Dann möchten Sie bei Ihrer Aussage bleiben, dass Mr. McGrandall das Opfer eines bösartigen Geistes wurde? Ja. Na dann.